Hallo, herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Breath of the Wild. Wir gehen weiter in Richtung grüne Markierung, die wir uns gesetzt hatten. Wollen mal schauen, was es dort Schönes gibt. Auf der Karte sah es ja ganz interessant aus. Nämlich das hier. Sieht nicht sehr natürlich aus, sondern sieht so aus, als wäre da irgendwas. Das sehen wir uns jetzt an. Und da ist auch irgendwas. Krog? Nö. Geschnorr. Hatten wir die schon? Ich glaube, wir hatten die schon, aber wir haben sie noch nie fotografiert. Ein Ischirock. Konnte man jetzt auch einfach umdrehen, genau. Oh, und dann wieder hinlegen. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Davon gehen die auch kaputt. Das wusste ich nicht. Ach, weil die sich nicht umdrehen können, wahrscheinlich, ne? Blö. Die Armen. Interessant. Sollen wir da jetzt einfach runterspringen, oder? Machen wir mal. Erstmal auf diese Zwischenebene hier. Vielleicht ist da ja noch was versteckt. Nix, echt nicht. Aber darauf ist was. Behaupte ich einfach mal. Auch nicht. Das ist wieder so ein typisches Gemäuer, wo man wunderbar was verstecken kann. Irgendwie ein Krog oder so. Hier nicht gerade einen Gegner gesehen, Tatsache. Oh. Das hat ihm jetzt aber nicht so viel abgezogen. So, das hier haben wir auch noch nie fotografiert. Eine Stachelbocklanze. Huch, nee. Zwei Fotos brauchen wir davon nicht. Stachelbocklanze, Stärke 6. Ein Bocksperr mit angespitzten Tierknochen am Ende. Er ist leichter als Lanzen mit Metallspitzen und deshalb überraschend einfach zu verwenden. Ja, cool. Auf den Boden wollte ich jetzt nicht hauen. So, da ist noch ein bisschen was. Dann haben wir einmal Metallkisten. Da vorne haben wir Vögel. Kann ich die fotografieren? Da waren Rubine drin in der Kiste. Komm schon. Ja. Nein. Nein. Alter. Ja, endlich. Schönes Bild. Ja, passt. Und zwei Röstbarsche, alles klar. Also hier sind Monster bei diesen Strukturen. Boah, sieht schon cool aus, ne? So muss man das schon mal sagen. Ups. Sieht schon mega, mega gut aus hier. Und noch ein kleiner Rubin. Und da ist nichts drin. Haben wir schon, upsa, haben wir schon ein Bild von Schatztruhen? Haben wir schon. Gucken wir mal, ob das besser aussieht. Ja, ein bisschen. Sieht schon besser aus als diese vergammelte Schatztruhe da. 10 Elektropfeile. Schön. Warum nicht? Nehmen wir mit, ist doch ganz klar. So. Platz der Ranellstraße. Leider alles ein bisschen überflutet, wie es aussieht. Und da sind auch Monster unterwegs. Exalfoss. Weiß gar nicht, ob wir die im Let's Play schon mal hatten als Gegner. Ich denke aber mal schon. Die trifft man ja relativ schnell. Könnte ich nicht jetzt diese Elektropfeile mir zunutze machen? Ja, könnte ich schon, aber nur wenn ich treffe. Und mein Bogen ist kaputt. Na, Glasse.
Alter. Alter. Okay, einen habe ich getroffen. Mist. Boah, der ist fast tot. Sollte mal andere Waffe nehmen. Alter. Ich soll mal eine Einhandwaffe nehmen. Wie wär's denn damit? Mit nichts Einhändiges. Doch, dich haben wir. Sehr gut. Da wirft der Ding einfach. Aber ziemlich schlecht, muss man sagen. So, danke. Ah, wir hatten die scheinbar doch noch nicht. Exalfos-Sporn. Der Sporn vom Ellenbogen eines Exalfos kann zusammen mit Insekten zu Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Und ein Exalfos-Horn. Das gewundene Horn eines Exalfos. Es ist zu hart zum Kochen, eignet sich allerdings hervorragend als Medizinzutat. Auch in Läden ist es eine gefragte Handelsware, also bringt viel Geld. Kann mal einer von den Lappen hierher kommen? Das wäre ja richtig, richtig Knorke. Hör mal! Hör mal, Schätzlein. Ja gut, der ist jetzt halt im Wasser. Ja, da brauche ich ihn eigentlich nicht. Okay, das ist ein gutes Bild. Ja, da haben wir ihn noch ganz drauf. Passt. Der eine rennt einfach weg. Okay, kann er machen. So, wirklich stark sind die jetzt nicht. Aber Exalfos sind an sich schon ziemlich unangenehme Gegner. Auch wenn wir jetzt die hier relativ leicht wegkriegen. Es gibt durchaus Exalfos, die nicht so einfach zu besiegen sind. Warum wartet er eigentlich immer drauf, bis ich den nächsten Schuss abfeuere? Statt mal aktiv zu werden. Mann, hier ist das Wasser zu tief, um zu stehen. Das ist natürlich alles andere als optimal für uns. Dann müssten wir uns mal so Eisdinger bauen, ne? Okay, hier kann man stehen, das ist gut. Bauen wir uns hier mal so Eissäulen. Einfach damit wir auch im etwas tieferen Wasser ein bisschen stehen können. So, was liegt hier rum? Schleichschnecke, Schleichschnecke. Okay, wir können ja erstmal diesen Weg hier lang gehen. Mal gucken, was hier so ist. Da sind Bockblins. Okay, noch mehr Gegner. Mein lieber Mann, hier muss es doch irgendwas zu holen geben, oder? Viele Gegner, wie hier sind. Fällt dir noch nicht auf, dass hier auf einmal so Eissäulen sind? Warte mal, also entweder da hinten geht die Sonne unter. Weißt du was? So viel zu dem. Das tat mit Sicherheit nicht gut für Leib und Seele. Falls diese Viecher eine Seele haben. Ich weiß es ja nicht. Was mir gerade auch auffällt, hier könnte man wunderbar Kisten verstecken im Wasser. Oder ein Krog. Das geht natürlich auch. Und da ist auch einer.
Upsa. Kann ich das blocken? Vielleicht bin ich zu lahm. Mann! Ich kann es tatsächlich blocken, es bringt nur nichts. Ja, genau, komm mal an Land. Da ist das Ganze doch gleich viel fairer. Und tschüss. Warum muss er jetzt so weit ins Wasser fliegen? Tu das denn, Note. Aber es war tatsächlich nichts im Wasser. An Truhen. Das wundert mich. Denn es wäre ja wirklich perfekt, wollte ich gerade sagen. So, und was ich mich jetzt auch frage ist, Leute, ich denke, wir sind uns einig, dass wir da ein extrem auffälliges orangenes Schimmern sehen. Frage, woher kommt das? Ist es wirklich nur die untergehende Sonne, die halt, weil schlecht, da durchgeht? Oder ist irgendwas hinterm Wasserfall? Das klassischste Videospiel-Versteck von allen. Würde ich mal behaupten. Wir werden es herausfinden. Und zwar in der Nähe. Nein, Spaß. Na gut, ich meine, das zieht jetzt eh nicht. Ihr seht ja, dass das Video länger geht als 11 Minuten. So. Dann gucken wir nochmal nach der Truhe. Yes. Und her damit. Soldatenschwert, Stärke 14. Das hatten wir, glaube ich, schon mal vorgelesen. Oh, kein Platz in meiner Tasche. Ich habe da bestimmt was. Dankeschön. Ich bin gespannt, ob diese Lanze jetzt gleich wieder angespült wird. Müsste sie ja eigentlich, wenn eine Wand hinter dem Wasserfall ist. Da ist aber keine Lanze zu sehen. Das war keine Metalllanze. Sprich, keine Lanze, die im Boden, auf dem Grund liegt. Oh, da ist er wieder. Aha. Ich Fuchs. Warte mal. Jetzt doch nicht. Wie? Kinder. Dankeschön. Wie? Jetzt warte mal. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich ungern was hinbauen. Das ist jetzt lustig. Das ist jetzt wirklich lustig. Ich wusste gar nicht, dass man es so machen kann. Komme ich da dran? Ich glaube nicht. Na, ich fürchte nein. Hier ist auf jeden Fall ein Hohlraum, aber... Ist da nichts versteckt dahinter? Warte mal. Aha. 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 Ja, und jetzt? Jetzt ist guter Rat teuer. Ah ja. Also wenn das nichts ist, ich bin mir 100% sicher, dass da was ist. Da ist zumindest mal... Daunai-Schrein. Was habe ich gesagt? Es war doch nicht die Abendsonne. Es war ein Schrein. Der durch Wasserreflexion verraten wurde. Das ist bitter.
Die Entwickler so, yeah, voll das geile Versteck, das findet niemand. Ja, und die Wasserreflexion so, yeah. Scheiße. Wir sehen uns diesen Schrein in der nächsten Folge an, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.